Und wenn man gegen Juden polemisiert, polemisiert man immer auch gleichzeitig gegen die Katholiken. Das ist vollkommen klar. Weil die sind ja der Inbegriff von Observanzfrömmigkeit ebenso. Immer, wenn katholische Prediger gegen die Pharisäer schimpfen auf der Kanzel, sollten sie mal in den Spiegel schauen. Wir sind denen sehr verwandt. Und zwar mit allen Chancen, mit allem Aufbruch und mit allen Gefährdungen. Bis hin zur Sklerotisierung, bis hin zur Verkalkung von Frömmigkeitsformen. Aber dieser Psalm führt uns ja in den Psalter hinein, der die Tora eben nicht als eine starre Buchstabenfrömmigkeit oder Observanz besingt. Wenn wir etwa Psalm 19, ich nenne jetzt immer unsere gängige Zählung, Psalm 19 nehmen, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, wo es ja in der zweiten Hälfte einen genauen Durchgang gibt durch die Weisung des Herrn. Ja? Es ist süßer als Honig, wie Seim aus den Waben. Ja? Dann ist das keine starre, das ist eine Süßigkeit. Das ist keine starre Buchstabenfrömmigkeit oder was. Genauso wie der Psalm 119, der überhaupt um nichts anderes geht, als nur um die Tora. Immer in einem unterschiedlichen Wort. Das Wort des Herrn, die Weisung des Herrn, die Befehle des Herrn, das Gesetz des Herrn. Der ganze Psalm 119 mit seinen jeweils für jeden hebräischen Buchstaben des Alphabetes 8 Versen. Seine alphabetische Akrostichie, also immer für einen Buchstaben 8 Verse. Das ist eine einzige Lobpreisung des Wortes. Und ist damit, so sagt Ambrosius, es ist der größte Psalm über Christus. Wir schauen da gleich noch auf die Väter hin. Also dieser Gerechte, der hier besungen wird, ist nicht einfach irgend so ein Buchstaben-Hajo, der sich den ganzen Tag hinter Bücher klemmt, sondern der ist mit der Quelle des Lebens beschäftigt. Weil alle anderen Quellen relativ sind, vorläufige Quellen sind. Wie die Propheten sagen, warum nährt ihr euch mit dem, was nicht satt macht? Oder Jesus das sagt. Denken Sie an das Gespräch in Johannes 4 mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ja? Die will immer dieses Wasser haben, dann musst du nicht mehr hierher kommen. Ja? Es wird in dir zu einer Quelle, die ins ewige Leben strömt. Also, wir haben, kann man bitte eben mal kurz auf den Lichtschalter da drücken? Das könnte vielleicht im Laufe der nächsten halben Stunde helfen. Danke. Wir haben also am Beginn kein Gebet, obwohl wir das vielleicht beim Gebetbuch erwarten würden, sondern wir haben keine Anrufung Gottes, sondern der Text spricht von einem Menschen, der zu einer Lebensentscheidung aufgerufen wird. Für die Väter hat das eine ganz grundlegende Bedeutung. Die sagen nicht, och, ist aber jetzt komisch, dass das ja kein Gebet ist, ja, oder werten dem Psalm ab, sondern sie sagen, es ist der Psalm der Psalmen, die Überschrift der Überschriften. Er enthüllt das Mysterium aller Psalmen. Petrus Chrysologus sagt das. Und das ist dann nicht einfach vom Zufall zusammengestellt, sondern der Heilige Geist will auch mit der Reihenfolge etwas offenbaren. Und wie Zenger das dann etwas generalisierend dann eingeordnet hat, Torahfrömmigkeit und Messiaserwartung, so haben die Väter das immer spezifiziert. Menschwerdung und Leiden, Psalm 1 und Psalm 2. Und damit hat der Psalter für die Väter einen christologischen Auftakt. Das ist ein Punkt. Der zweite ist ein sehr interessanter Hinweis. Dazu müssen wir ein bisschen, keine Sorge, ich hetze Sie da nicht rein, aber ich erzähle es, so gut ich das kann. Wir müssen in die griechische Übertragung dieses Psalmes schauen, also in die Septuaginta. Und wir müssen dann aus der Septuaginta in die Vulgata schauen, die lateinische Übertragung der Psalmen. Diese Übersetzungen sind immer sehr wichtig, weil wir manchmal sehen müssen, welchen Text hat denn der Kirchenvater benutzt. Zum Beispiel Augustinus konnte nur die Vulgata oder oft auch andere, Vulgata stand im Sonder nicht zur Verfügung, oft andere schlechtere lateinische Übersetzungen benutzen, weil er kein Griechisch konnte, geschweige denn Hebräisch. In dem Brief an diesen alternden, zürnenden, stets um sich spuckenden Hieronymus
hat er als junger Bischof dann extra noch ein paar Weihrauchkörner gestreut im Brief und sagte, euer Ehrwürdigkeit sind so gebildet, ja, und der Hieronymus wird sich für seinen Teil gedacht haben, wenn er nur Latein kann. Also, heute kann er noch nicht mal mehr einer Latein, aber das war für Augustinus, gab es schon ein Sprachenproblem. Da hat es Ambrosius besser gehabt, er konnte Griechisch, weshalb er als Bischof, der wurde, als er noch nicht mal getauft war, also er wurde zum Bischof gewählt, als er erst Katechumene war, wurde dann getauft und dann sozusagen in einem Ritt. Und der musste aber dann am nächsten Sonntag predigen. Wie macht man das als Katechumene, der man auch eben gestern gewesen war? Der war schlau, der Ambrosius, der hat sich alle Predigten eines großen, großen Kirchenvaters, der hinterher einer schrecklichen, auch manchmal zum großen Teil ungerechtfertigten Behandlung unterzogen wurde, nämlich Origenes. Der hat diese ganzen Origenes-Sachen in Griechisch herbeigezogen und hat die schön für sich so gehabt und hat die dann brav übersetzt, sodass man die sogar in Mailand verstehen konnte. Die Väter sagen, nachdem Jesus der Anfang schlechthin ist, also wenn wir an den Johannesprolog denken, im Anfang war das Wort. Oder dass wir eben auch sagen, Christus, ja, wir sagen das im zweiten Hochgebet immer, ja. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles geschaffen. Das ist ja das, was der Johannesprolog aufgreift. Dass Christus das gesprochene Wort, die Äußerung des Vaters zur Welt hin ist und dadurch überhaupt alles erst ins Dasein kommt. Das findet sich hier im ersten Psalm noch einmal und wird eben durch die Übersetzungen im Psalm 40 nochmal aufgegriffen und dieser Psalm 40 wird im Hebräerbrief im Kapitel 10 noch einmal die Stelle, wenn ich die jetzt nenne, kennen Sie, das klingelt das gleich auch beim Hebräerbrief. Schlacht und Speiseopfer gefielen dir nicht, du hast mir Ohren gegraben, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert, darum sprach ich, siehe, ich komme, es ist mir vorgeschrieben in der Rolle des Buches, es ist meine Freude, mein Gott, deinen Willen zu tun. In meinem Innersten ist deine Weisung. Das steht im griechischen Text. Enkaphilidi Biblio. Im ersten, ganz am Anfang des Buches steht von mir. So spricht der, der in die Welt kommt. Diesen Psalm hat man immer christologisch verstanden. Ja, ganze, ja. Darum spreche ich, und der Hebräerbrief sagt, beim Eintritt in die Welt spricht Christus, der hohe Priester, siehe, ich komme, Enkaphilidi Biblio, nicht in der Rolle des Buches, wie das hier etwas zu undeutlich, der hebräische Text gibt das her, der griechische nicht, im Lateinischen sagt man gar, in capite libri scriptum est. Am Anfang des Buches ist von mir geschrieben, ja, meine Weisung, deine Weisung ist in meinem Innersten. Deshalb war das für die Väter vollkommen klar. Das ist ein rundes Bild, das sich ergibt. Dieser erste Psalm handelt von Christus. Wir kommen da gleich nochmal drauf bei einem etwas schwierigen Punkt. Oder ich kann das ja auch jetzt schon sagen. Deshalb ist die Übersetzung selig der Mensch natürlich heute allgemein begrüßt. Weil ich sage, am Schluss sind ja nur die Männer selig, ja? Das wäre ja ganz furchtbar, ja? Das geht ja irgendwie gar nicht. Aber es geht leider gar nicht um die Frauen, weil Christus nun mal nicht Frau geworden ist. Es muss zwei sehr gescheite Frauen, ja, die jetzt gerade dieses wunderbare Buch vorgelegt haben, also zwei Nonnen von Mariendonk, die Psalmen bei den Kirchenvätern, die sagen, es muss Mann dort stehen. Weil selig der Mann ist von Christus die Rede. Es ist eigentlich von niemand anderem die Rede, als von Christus. Denn dieser Psalm in seiner Aussage, dass man diesen Weg geht, dass man, wie der Hebräerbrief das noch einmal aufnimmt, Gottes Weisung ganz im Innersten hat, ganz der Weisung Gottes entspricht, ganz aus ihr lebt. Meine Speise ist es, dem Willen meines Vaters zu tun, sagt Jesus. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Wir kennen die Sätze alle. Aber sie sind wichtig, dass wir die hier in diesem Kontext
zum Klingen bringen, damit wir diesen Psalm verstehen, dass er ein Christuspsalm ist. Und die Kirche hat ihn im Grunde genommen von den ersten Anfängen her nie anders gelesen. Nicht als allgemeines Mensch, weil wir auf der einen Seite wissen, naja, wir bemühen uns zwar, aber so ganz kriegen wir das dann doch nicht hin. Niemand kriegt das so hin. Also hat der Psalm immer auch etwas Überpersonales, dass wir als Christen erst in Christus erfüllt sehen. Nächste Beobachtung, die ich bei den Vätern sehr, sehr spannend finde. Da ist von drei Bewegungen die Rede oder von drei Haltungen in Bezug auf die Frevler. Die gehen, die stehen und sitzen. So eine Sache lassen die Kirchenväter nicht unbeobachtet, ja. Darum, Moment, wo sind wir hier? Ja, wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, also der nicht, wie steht das hier in der Übersetzung? Wie heißt es in unserem? Ja, heißt es auch so. Was steht in der Einheitsübersetzung im Psalm, in Vers 1? Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt. Ah, auch, ja. Nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt. Also gehen, stehen, sitzen. Das ist von den alten Textzeugen her, sind das die drei Bewegungen. Gehen, stehen, sitzen. Das, so sagen die Väter, ist der Weg der Verfestigung im Bösen. Immer. Sehr spannend. Und wenn ich das jetzt vorlese, kann man das ja mal bei sich selber innerlich durchchecken. Das ist das Umfassende des Bösen, ist damit gekennzeichnet, sagen die Väter. Als eine Steigerung und als eine Verfestigung im Bösen. Der Mann Gottes soll nicht mehr dem Rat der Bösen folgen und sich im Leben nach ihm richten. Er soll darin nicht feststehen und keinen Halt suchen und sich vor allem nicht darin einrichten, seinen Wohnsitz im Bösen nehmen. In diesen drei Verben werden drei Arten von Sünden erkannt, nämlich Sünden in Gedanken, in Werken und in Gewohnheiten. Mit den schlechten Gedanken, also der nicht dem Rat der Frevler folgt, mit den schlechten Gedanken fängt die Sünde an. Sie beeinflusst dann das Tun, ja, der nicht auf dem Weg der Sünder geht, das ist dann das Tun. Und sie verfestigt sich in schlechten Gewohnheiten. Dann sitzt man, wie das so schön im Lateinischen heißt, auf der Cathedra Pestilentiae, auf dem Thron der Pest. Das ist die Sünde. Wir mit unseren Vanillepudding-Formulierungen heute immer, da ist ja überhaupt gar nichts mit gewonnen. Ja? Kannst dir keiner was darunter vorstellen. Denk immer, es wäre alles eine Donauwelle, das ganze Christentum. Das ist immer irgendwie. Ne, aber da, ne. Kommt die Donauwelle Vanillepudding? Nein. Oder? Das musst du wissen, unsere Köchin. Doch, oder? Ja, schon. Bin ich gar nicht so verkehrt, ne? Immerhin. Das ist auch jetzt nicht so wichtig. Ja? Also, diese drei Kennzeichen, diese drei Verben, die da vorkommen, also diese Umschreibung, das, was der Frevler tut, dass er zuerst einem Rat folgt und dass er sich dann auf diesen Pfaden bewegt und sich dann daran einrichtet. Und dann hat er seinen Wohnsitz da. Das ist, so sagen einige Väter, der Weg Adams gewesen. Die Frau über die Frau, die Einflüsterung der Schlange. Ja, hört der Mensch da so interessante Klänge, diese Schalmeienklänge, ja, die Einflüsterung des Bösen. Und dann kommt es schon zum Griff und zum Biss. Und dann wohnt man am Schluss in diesem Zustand. Und das passiert immer so bei den Wegen des Bösen. Zuerst der Rumor, der da startet. Ja. Deshalb sprechen die Väter davon und die alten Mönche, es ist so wichtig, die Logismoi zu beobachten. Was kommen mir für Gedanken? Und wo kommen sie her? Und sie direkt abzuchecken, sind das christusgemäße Gedanken? Sind diese Logismoi sozusagen vom Geist Gottes gewirkt oder sind es Einflüsterungen der Dämonen? Permanent muss man wachsam sein, des Tages und des Nachts. Oh, ist das alles anstrengend, sagen wir dann. Das ist ja
Eine Dauerbeschäftigung. Ja, das sagt unser Psalm, es ist eine Dauerbeschäftigung. Aber er spricht eben auch davon, und das ist der nächste Punkt, dass es darum geht, die Seligkeit, das Glück zu finden. Das ist ähnlich wie gestern, wie wir das im Evangelium hörten. Wir sehen dann immer das Risiko oder sehen dann mit weinenden Augen oder schluchzend und schneuzend, ja, was wir da angeblich alles lassen sollen. Was wir dabei vergessen, ist die Freude, die wir gewinnen. Und so ist es auch hier. Welch glücklicher Mensch, der diesen Weg geht, der seine Freude und Lust hat an der Weisung des Herrn. Man kann das, wenn man das christologisch sieht, natürlich auch sagen. Natürlich ist auch Christus, auch das verheimlicht der Hebräerbrief nicht, um das Leiden herumgekommen. Er hat durch Leiden den Gehorsam gelernt, sagt der Hebräerbrief. Unter Schreien hat er seine Klagen vor den Vater gebracht. Es ist eine, mit dem Psalm, so der ganze Psalter, ein Aufstieg zur Seligkeit, wenn man so will, wie mit einer Leiter. Und die Väter sagen das sehr klar. Die erste Stufe, die ich auf einer Leiter gehe, da lasse ich schon vom Bösen ab und ich erhebe mich ein klein wenig über die Erde. Das ist ja schon mal was. Also ich bin nicht mehr unten. Ich kann das mit der Genesis sagen. Ich erhebe mich etwas von meiner adamitischen Existenz, also von meinem Klumpenhaften, ja, dass ich so eine Handvoll Dreck bin. Das, was erdhaft an mir ist, was mich nach unten zieht, was mich so erdenschwer macht. Wir sagen das im Deutschen. Ja, so. Also alles, was wir heute dann oft nur in psychologischen Kriterien beschreiben oder im psychopathischen, ja, wenn wir sagen Depression oder ja, was, wo wir dann Menschen nicht helfen können. Das ist viel Erdhaftigkeit darin, weil die richtige Leiter nicht zu Hause haben. Also eine Leiter zu haben im Psalter, die uns zumindest in einem ersten Schritt, das ist noch nicht der letzte, aber zunächst einmal einen Schritt von dieser Erdhaftigkeit, von dieser Erdanziehung wegbringt, mit der wir uns erheben können darüber, um damit etwas mehr in diesen Bereich der Luft zu kommen, der Atem Gottes, der in uns ist. Dazu ist der Psalter da. Wir sprechen auch beim Psalter von Inspiration durch Gottes Geist. Aber es ist damit nicht getan, nur diesen einen Schritt zu tun. Es ist schon viel, aber noch nicht alles. Zwei Dinge soll der Mensch verwirklichen, der selig werden will. Sich ganz für das Gesetz des Herrn entscheiden und es Tag und Nacht meditieren. Der Text heißt wörtlich, sein Wille ist im Gesetz des Herrn. Sein Wille. Sein Wille, also es wirklich zu wollen. Es ist nicht dieses, ach, jetzt muss ich das auch noch tun. Ja? So dieses, du musst jetzt am Tag 4 Psalmen lesen. Sondern das ist das, was das alte Mönchtum so inhaliert hat und weshalb es heute so unverständlich ist, wenn wir manchmal in den Klöstern noch hören, ach, diese Psalmen. Das... Natürlich, wenn ich jetzt einfach hingehe und sage, lieber Bruder sowieso, da hast du den Psalter, sieh mal zu, wie du klarkommst, den hast du zweimal in der Woche zu beten, ja, dann klappt das schon. Ja, das wird nichts. Weil die Schlüssel nicht da sind, ja, um sich das aufzuschließen. Weil auch diesen ganzen exegetischen Kram, da kann ich sagen, lies mal hier so das Büchlein vom Zenger, das ist so ein bisschen auch so, das ist kein Schlüssel, sondern wenn ich das gelesen habe, stehe ich vor einem Hortus Conclusus. Ja? Ich stehe vor einem verschlossenen Garten, der voller Früchte ist, voller Wasser ist, der großartig ist, aber ich komme nicht rein. Der wird mir außen beschrieben, dass es innen schön ist. Aber ich komme nicht rein. Was hilft mir das? Nichts hilft mir. Aber die Kirche ist fest davon überzeugt, dass es gar nichts anderes gibt. Und der Psalter ist davon überzeugt. Das heißt, die Heilige Schrift ist davon überzeugt. Das heißt, letztendlich Gott ist davon überzeugt, dass wir diesen Psalter brauchen, zum Glücklichwerden. Wie kann man ohne Psalmen glücklich werden? Das geht überhaupt nicht. Das ist nicht möglich. So, sag nicht ich, sagt die Heilige Schrift. Wir sollten das gut überlegen. Und dann sehen wir schlagartig den Zustand unserer Kirche. Also der Wille
soll sich so eingeübt haben, dass er im Gesetz des Herrn steht. Das ist eine Übereinstimmung. Ja? Ich bin gekommen, deinen Willen zu tun, zitiert der Psalm 40 und zitiert der Hebräerbrief Christus. Die Väter betonen, dass es mit dem bloßen Kennen der Weisung Gottes nicht getan ist, sondern das Denken, Reden und Tun. Deshalb sagte ich das eben von den Gedanken, von den Logismoi, die man beobachten muss. Das Denken, Reden und Tun soll in dieser Weisung des Herrn wurzeln. Nicht durch Druck und nicht durch Furcht, sondern durch eine Freude in die Weisung Gottes hineingezogen zu werden und nicht aus Furcht vor Strafe. Benedikt betont das in seiner Regel sehr deutlich. Was ist dann diese Weisung des Herrn? Um das abzurunden. So, was ist dann diese Weisung, wenn wir sagen, das Gesetz? Ich sage das ja immer wieder auch in den Auslegungen. Wenn wir sprechen immer vom Gesetz. Das ist die denkbar schlechteste Übersetzung, die man was wir da mit Torah meinen, geben kann. Wir denken, und in Deutschland zumal, ja, wir denken immer an die Straßenverkehrsordnung. Oder denken, wir müssen ins Bürgeramt gehen, holen mal eine Broschüre ab, ja, ob man die Bürgersteige jetzt kehren muss oder ob man Salz streuen darf im Winter und sowas. Das stellen wir uns unter Gesetz vor. Das ist aber natürlich nicht das, was die Heilige Schrift meint. Sondern es ist eben lebensspendendes Wort und für uns noch einmal mehr. Für Christen gilt, selig, der alles, so sagt es jetzt Ambrosius oder Origenes, zur Not hat es Ambrosius bei Origenes abgeschrieben, der alles dem Logos gemäß tut. Also der alles dem Wort Gottes gemäß tut. Aber Logos heißt ja mehr als Wort. Wenn Origenes das sagt, dann meint er damit also die Weisungen des Alten und des Neuen Bundes, das lebendige Wort Gottes. Das ist für uns ja auch das Problem, wenn wir auch in der Liturgie, ich habe das am Wochenende auch bei dem Wortgottesleiterkurs dann gesagt, inzwischen machen wir so einen Ritus der Bücher. Überall werden jetzt die Bücher aufgelegt, das Evangeliar hier und dann wird das Lesungsbuch dorthin getragen und alles wird aufgeschlagen und so. Das ist nicht christlich. Wir sind keine Buchreligion. Das Wort wird mit dem Weihrauch geehrt in dem Moment, wo es verkündet wird. Und zwar nicht das Buch, sondern das Wort, das kurz darauf erklingt. Es geht um die Stimme, die gehört wird, weil es deutlich macht, das Wort ist lebendig. Es ist keine Information, sondern Transformation, Performation, heißt Änderung. Wenn dieses Wort erklingt, gehen wir jedes Mal ein Risiko ein. Dann ist Fukushima ein Kinderspiel dagegen, weil dieses Wort wirkt länger, das wir da hören. Das hat einen unglaublichen Strahlwert. Und ich riskiere, wenn ich mich unter dieses Wort stelle, dass es mich wirklich packt. Ich weiß, wir sind alle, ich weiß, wovon ich rede, hart gesotten. Ja, wir haben so unsere Strategien, das zu vermeiden. Aber wir riskieren, dass dieses Wort uns erreicht und uns umwandelt. Und das ist der Sinn dieses Wortes. Das ist die erste Wandlung, die stattfindet in der Messe, wenn man so will. Das ist die, unter dem Wort des Evangeliums zu stehen und angesprochen zu werden. Der große Antonius ist das beste Beispiel dafür. Der geht eines Tages nichts ahnend in seine ägyptische Kirche und hört das Wort von dem Jüngling, der alles verkauft. Und der ist noch nicht ganz aus deiner Messe draußen, hat er schon alles verkauft. Der macht das tatsächlich. Knallt uns Gott, wenn das mehrere tun. Es wäre wichtig, dass man das Wort Gottes ausprobiert, und zwar, weil es uns verändert hat. Weil es in uns etwas anspricht, das uns eigentlich glücklich machen will. Wer selig sein will, soll mit Christus in all seinem Tun, auch dem ganz Alltäglichen, leben. Wie Paulus im 1. Korintherbrief sagt, ob ihr also, jetzt geht das hier nicht weiter, warum nicht? Ob ihr also, sehr gut, 10, schau. Wir haben die Schriftgelehrten unter uns, danke. Genau das ist die Stelle. Ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, also auch die alltäglichen Verrichtungen. Wie spricht Paulus hier? So spricht nur ein Pharisäer. Das ist pharisäische Anliegen. Wir vergessen das immer. Als Paulus da am Ende der Apostelgeschichte in die Bredouille kommt und da in die Zange genommen wird von seinen eigenen Leuten, ja, dann ruft er nicht aus, oh, ich bin jetzt Christ, ich war Pharisäer. Was sagt er? Ich bin Pharisäer.
Paulus war Pharisäer bis zu seinem letzten Atemzug. Und das ist gut so. Wir sollten ihm dankbar dafür sein. Der hat uns einiges gerettet. Ja? Wir machen daraus ja immer so einen aufgeklärten Edelprotestanten nach der Französischen Revolution. Ja? So ein Quatsch. Da freue ich mich schon auf die Begegnungen irgendwo im Reich Gottes, ja, wenn der Paulus das mal klarstellt. Ja? Also das ist typisch pharisäisch, was wir hier lesen. Ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Das ist das Anliegen der Pharisäer gewesen. Jede Alltäglichkeit in einer Umgebung, die gesagt haben, komm, ist alles egal, Beschneidung, dieser alte Quatsch, lasst es sein, da können die Jungs wenigstens ins Gymnasium gehen und dann nackig rumspringen, ohne dass sie auffallen, ja, und dann könnt ihr sonst was machen und richtig mit dieser, ja, das waren die konkreten Probleme, die die hatten. Das heißt, jüdische Identität ist Quatsch. Genau wie uns das heute eingeredet wird. Christliche Identität ist Unsinn. Wenn man nicht so wenigstens so ein bisschen salafistisch ist oder mal ab und zu so ein Protestant geht, ist man irgendwie nicht ganz normal, ja. Oder wenigstens ein Buddha auf der Fensterbank kann. Das ist ja wohl das Mindeste, im Garten wenigstens. Ja. Das muss ja nun sein. Und dagegen wehren sich die Pharisäer und sagen, im Gegenteil, wir müssen genau den umgekehrten Weg gehen. Jede kleine Handlung muss in Beziehung zu Gott gesetzt werden. Weil er ist die Quelle von allem. Er gibt uns das alles. Und deshalb, daraus werden dann später, das ist dann im Neuen Testament, wird das natürlich kritisch gesehen, nicht immer, aber zum Teil, dass so ein System erstarrt. Dass man den ursprünglichen Anlass eigentlich verloren hat und nur noch die Vorschriften sieht. Das tadelt Jesus, nicht die Vorschriften. Wenn er von Minze, Dill und Kümmel spricht. Ja, und vom Waschen der Gefäße und vom Waschen der Hände. Sozusagen. Ihr müsst den größeren Rahmen sehen. Aber das ursprüngliche Anliegen, wir können doch wohl nicht, den Exegeten würde ich ja mal gerne hier mir zur Brust nehmen, der allen Ernstes behauptet, Jesus hätte das bekämpft, zu sagen, man soll nicht jede Handlung, jeden Atemzug in Beziehung zu Gott setzen. Das würde ich mal gerne sehen. Wer das behauptet, weiß ich nicht, was der für ein Buch vor sich hat. Wahrscheinlich Grimms Märchen, aber nicht das Neue Testament. Und genau in diese Welt führt uns der Psalm 1 ein. Weil das genau die Welt ist, der wir im Psalmenbuch auch begegnen. Und das ist der Schlüssel dafür. Also der Schlüssel letztendlich, es klingt banal, ist es aber nicht, der Schlüssel für das Verstehen der Psalmen ist Christus selber. Und das ist auch der Grund, weshalb wir hier zum Beispiel der alten römischen Kathedralordnung, die Benedikt schon vorgefunden hat, folgen und damit die Vigilien am Sonntag jede Woche, obwohl die Vigilpsalmen nur auf 4 Wochen aufgeteilt sind, immer sonntags in der Vigil mit Psalm 1 beginnen. Das ist die älteste Form, habe ich eben schon gesagt. Man fängt vorne an und hört hinten auf. Die Anglikaner haben das interessanterweise bis heute beibehalten. Bei den Orthodoxen ist es ein bisschen schwieriger, aber im Grunde genommen auch. Dass sie vorne anfangen und hinten aufhören. Die Anglikaner haben zum Beispiel die Psalmen über die Tagzeiten verteilt. Am ersten des Monats, also da geht es monatsweise, ist der Psalm 1 und am letzten des Monats werden die letzten Psalmen gesungen. Also wenn man den Evensong zum Andreastag hört am 30. November, dann kommen die letzten 3 Psalmen da dran, weil es da die Ordnung ist. Hat aber zumindest noch die alte Reihenfolge, wie die Mönche in der Wüste das gebetet haben. Ja. Benedikt ändert etwas, weil er mit der Prim da zurechtkommen muss und lässt das sonntags mit der Vigil mit Psalm 20, also messianische Psalmen, beginnen. Aber die ältere Form, und das ist eine christologische Aussage für die Woche. Es ist der Tag des Herrn, den wir da beginnen. Den Schöpfungstag Gottes, den wir neu beginnen. Den Tag des Lichtes. Und dieser Tag muss mit Christus, mit allem Anfang in Christus begonnen werden. Und das ist der Grund, wie wir Psalm 1 lesen. Ich suche noch gerade ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde, Augustinus hat dieses schöne, ja, hier ist es. Augustinus nennt diesen im höchsten Grad Seligen einen Homo Dominicus, einen Mann, der dem Herrn gehört, einen Menschen, der dem Herrn gehört. Darum geht es, wenn wir diesen Psalm beten. Danke. Wir beten noch die Komplett gleich, wenn Sie wollen.